Herzlichen Dank für die Einladung und für die einführenden Worte. Ich freue mich, heute vor Ihnen sprechen zu können. Als mich Frau Renner-Henke im Sommer des vergangenen Jahres freundlicherweise einlud, im Rahmen der Vortragsreihe Kleine Form zu Ihnen zu sprechen, war ich gerade dabei, mich einem neuen Forschungsthema zuzuwenden, das derzeit in den Kulturwissenschaften großes Interesse auf sich zieht, das Mensch-Tier-Verhältnis. Und so nehme ich diese Einladung als einen willkommenen Anlass, Ihnen meine ersten Überlegungen zu diesem Forschungsfeld der Human-Animal Studies vorzustellen. Ich möchte dies in 5 Schritten tun. Einführend möchte ich zunächst den Begriff des Turns in den Kulturwissenschaften näher erläutern. In einem zweiten Schritt wende ich mich einigen aktuellen Entwicklungen auf der lebensweltlichen Ebene zu, die dazu geführt haben, dass Tiere und unser Verhältnis zu ihnen zu einem wichtigen kulturwissenschaftlichen Thema geworden sind. In einem dritten Schritt möchte ich darlegen, inwieweit diese Entwicklungen auf intellektueller Ebene von einer moralphilosophischen bzw. kognitionswissenschaftlichen Debatte begleitet werden, die die ethisch relevanten Konsequenzen der Spezieszugehörigkeit von Menschen und Tieren zum Thema macht. In einem vierten Teil wende ich mich einigen konzeptionellen Fragen der Human-Animal Studies zu. Dabei beschränke ich mich zum einen auf den Trend zur Historisierung von Mensch-Tier-Verhältnissen und gehe zum anderen kurz auf die bemerkenswerte Themenvielfalt in den aktuellen Mensch-Tier-Studien ein, die nicht zuletzt in der Interdisziplinarität dieses Forschungsfeldes begründet ist. In einem fünften und abschließenden Teil weise ich noch kurz auf einige institutionelle Entwicklungen hin, die als Indikatoren eines Animal Turn in den Kulturwissenschaften gelten können. Von Frau Renner-Henke bin ich gebeten worden, etwas weniger als 30 Minuten zu sprechen, und daran möchte ich mich auch halten. Das heißt zugleich, dass ich viele Punkte nur kurz andeuten kann, aber wir haben ja im Anschluss noch etwas Zeit für die Diskussion. Mein erster Punkt: Was sind kulturwissenschaftliche Turns? Vielfach verbindet sich mit dem Begriff des Turns die Kritik, es handele sich dabei eher um ein modisches Surfen auf den Wellen akademischer Moden als um ein ernsthaftes, methodisch geschultes, disziplinäres Können, von dem allein zuverlässige wissenschaftliche Arbeit zu erwarten sei. Nicht zuletzt in Auseinandersetzung mit dieser Kritik hat die Kulturwissenschaftlerin Doris Bachmann-Medig vor einigen Jahren ein Buch zum Thema Cultural Turns, Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften veröffentlicht, in dem sie, ausgehend vom Linguistik-Turn der späten 1960er Jahre, die Abfolge verschiedener kulturwissenschaftlicher Wenden bis in die Gegenwart verfolgt. Dabei geht sie unter anderem auf den Performative Turn, den Postcolonial Turn, den Spatial Turn, den Iconic Turn und andere Wenden ein, die die kulturwissenschaftlichen Debatten der vergangenen Jahrzehnte weithin geprägt haben. Allgemein gesprochen weisen Turns auf konzeptionelle, methodische und thematische Innovationen hin, die geeignet sind, die kulturwissenschaftlichen Disziplinen nachhaltig und grundlegend zu transformieren. 3 Merkmale derartiger Wenden möchte ich hier in den Mittelpunkt rücken. Auffällig ist erstens eine ausgeprägte Inter- und Transdisziplinarität der bisherigen Turns. Sie vollziehen sich nicht allein innerhalb bestimmter Fächer, sondern verändern in gewisser Weise die intellektuelle Großwetterlage der Kulturwissenschaften. Im Unterschied zu einem Paradigmenwechsel, der gewöhnlich innerhalb einer einzelnen Disziplin den Übergang von einer bisher dominierenden Forschungskonzeption zu einer neuen markiert, also in der Geschichtswissenschaft etwa den Wandel vom Historismus zur Sozialgeschichte beziehungsweise von der Sozialgeschichte zur Kulturgeschichte, vollzieht sich ein Turn gewöhnlich im Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen, ohne dass dabei die fachlichen Grenzen und methodischen Besonderheiten der kulturwissenschaftlichen Disziplinen grundlegend in Frage gestellt oder gar beseitigt werden. Er beruht gewissermaßen auf einer Dialogisierung der Kulturwissenschaften, bei der deren jeweilige disziplinäre Struktur intakt bleibt. Daher werden im Zuge eines Turns auch in der Regel nicht etablierte disziplinäre Standards verletzt,
sondern ausgehend von der eigenen Fachlichkeit werden die heuristischen Perspektiven anderer Disziplinen erschlossen und auf die eigenen Forschungsansätze im Sinne einer kulturwissenschaftlichen Perspektivenerweiterung und methodischen Pluralisierung bezogen. Als zweites Merkmal verweise ich auf den ausgeprägten Gegenwartsbezug und die gesteigerte akademische Aufmerksamkeit für aktuelle Erfahrungen und Orientierungsprobleme, die einem Turn gewöhnlich zugrunde liegen. In ihnen kommt gewissermaßen in interdisziplinär gesteigerter Form die ewige Jugendlichkeit zum Ausdruck, die Max Weber einmal speziell den historischen Disziplinen zuerkannt hat, denen, ich zitiere, der ewig fortschreitende Fluss der Kultur stets neue Problemstellungen zuführt. Zitat Ende. Als Beispiele für die gesteigerte Sensibilität gegenüber aktuellen Herausforderungen seien hier nur der Spatial Turn oder der Postcolonial Turn genannt, die sich nicht zufällig genau zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich formiert haben, als nach dem Fall des Eisernen Vorhangs der Zunahme von Globalisierungsprozessen und der Entstehung neuer Player in der internationalen Politik neue Herausforderungen im Verhältnis zwischen dem Westen und anderen Weltregionen auftraten und der kulturwissenschaftlichen Deutung bedurften. Drittens verbindet sich das bereits angesprochene interdisziplinäre Überschreiten fachlicher Grenzen und die damit verbundene Tendenz zum methodischen Pluralismus häufig mit dem Trend zur Internationalisierung der kulturwissenschaftlichen Forschungslandschaft. Kennzeichnend für Cultural Turns ist daher ein zunehmend globaler Austausch wissenschaftlicher Forschungsnetzwerke, die sensibel auf globale Entwicklungen reagieren und für eine steigende internationale und interkulturelle Zirkulation des Wissens sorgen. Dieser hier nur angerissene Zusammenhang von Perspektivenerweiterung, Themeninnovation und Methodenpluralismus, von politischem Problembewusstsein, reflektierter Zeitgenossenschaft und Internationalisierung der Forschungslandschaft vermag sich im Rahmen eines Turns zu einem konzeptionellen Sprung der Kulturwissenschaften auszuwirken. Bisher getrennte Wissenschaftstraditionen können in bislang unvermutete Zusammenhänge geraten und sich zu innovativen Perspektiven verdichten, in denen sich eine Wende der kulturwissenschaftlichen Forschung vollziehen kann. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, aktuelle Herausforderungen des Mensch-Tier-Verhältnisses. Derzeit lassen sich auf der lebensweltlichen Ebene politische Auseinandersetzungen und gesellschaftliche Konflikte beobachten, die darauf hinweisen, dass unsere bisherige Nutzung von Tieren als zunehmend problematisch wahrgenommen wird und neu legitimiert werden muss. Dabei stellen sich Fragen grundsätzlicher Art nach den Möglichkeiten eines neuen Mensch-Tier-Verhältnisses. Aufschlussreich ist etwa der wachsende Protest gegen Tierversuche sowie gegen die industrialisierte Massentierhaltung. Als ein gutes Beispiel dafür erwähne ich die jüngste Serie in der Wochenzeitung Die Zeit zu diesem Thema, die aus verschiedenen Perspektiven die Konsequenzen der Massentierhaltung beleuchtet und in der öffentlichen Meinung hohe Wellen geschlagen hat. Es ging in dieser Serie, die in gewisser Weise als ein klassischer Fall journalistischen Agenda-Settings gelten kann, nicht allein um die elende Situation der Tiere, sondern auch um die gesundheitlichen Folgen des massenhaften Einsatzes von Antibiotika und der Ausbreitung multiresistenter Keime. Ferner ging es um die Ausbeutung der Arbeiter in den Zuchtbetrieben und Schlachthöfen sowie schließlich um die fragwürdige Rolle von Politik und Lobbyverbänden. Gegen diese Praxis der Massentierhaltung mobilisieren sich derzeit zahlreiche Tierschutz-, Tierrechts- und Tierbefreiungsbewegungen, die ebenfalls wichtige Akteure bei der Problematisierung unseres Verhältnisses zu Tieren darstellen. Bemerkenswert ist ferner eine wachsende Kritik an der Tötung von Tieren, die sich mit einem ethisch oder politisch motivierten Trend zu veganen Lebensstilen, zum Fleischverzicht und zu einer grundsätzlichen Infragestellung aller unserer bisherigen Praktiken der Tierzucht, Tierhaltung und Tiernutzung verbinden.
Schließlich macht sich eine von Umweltverbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen getragene Kritik an der Plünderung der Weltmeere und der Zerstörung natürlicher Lebensgrundlagen von Wildtieren durch Abholzung des Regenwaldes oder durch die Folgen des Klimawandels bemerkbar. In ihrer Summe sind diese Phänomene Indikatoren dafür, dass das Mensch-Tier-Verhältnis in Politik, Ökonomie, Gesellschaft und Kultur auf dem Prüfstand steht und zunehmend als ein öffentlicher Skandal wahrgenommen wird. Es ist zur Angelegenheit zivilgesellschaftlicher Debatten geworden, die einen Einstellungs- und Verhaltenswandel relevanter sozialer Gruppen und Akteure anzeigen. Es ist dieser Wandel, der sich nicht zuletzt in der Konjunktur kulturwissenschaftlicher Fragestellungen und methodischer Ansätze niederschlägt, die diese lebensweltlichen Orientierungsprobleme aufgreifen und zum Forschungsgegenstand erheben. Zu meinem dritten Punkt, moralphilosophische Debatten um Spezieszugehörigkeit. Ausgelöst durch Peter Singers erstmals 1975 erschienenen Klassiker Animal Liberation, lässt sich seit dieser Zeit eine Intensivierung tierethischer Debatten beobachten. In ihrer Folge entwickelte sich die Tierethik zu einer eigenständigen philosophischen Disziplin, die den überlieferten Speziesismus, also den im abendländischen Denken seit jeher verankerten, auf der prinzipiellen Unterscheidung zwischen Menschen und Tierenden beruhenden Anthropozentrismus zunehmend in Frage stellt. Einer kritischen Prüfung werden dabei vor allem die bisher gültigen Kriterien der Unterscheidung zwischen, kantisch gesprochen, Tieren als Sachen und Menschen als Personen ausgesetzt. Mithilfe dieser Unterscheidung werden traditionell Eigenschaften definiert, die Tieren abgehen und damit ihren minderen moralischen Status legitimieren. Dazu gehört etwa ein den Tieren zuerkannter Mangel an Rationalität und kognitiven Fähigkeiten, an Selbstbewusstsein und Autonomie, an Leidens- und Empfindungsfähigkeit, an der Kompetenz zu Fairness, sozialer Reziprozität und moralischem Handeln, am Bewusstsein einer eigenen Vergangenheit und Zukunft, an einer komplexen sozialen Struktur und Gefühlswelt. Nicht zuletzt als Folge einer voranschreitenden kognitionswissenschaftlichen sowie verhaltens- und neurobiologischen Forschung sind diese strikten Unterscheidungen mittlerweile immer fragwürdiger geworden, zumal sie stets Gefahr in sich bergen, auch bestimmte Gruppen von Menschen, Kinder, schwerstbehinderte Menschen, an fortgeschrittener Demenz leidende Senioren, aufgrund mangelnder Handlungsfähigkeit und Autonomie auszuschließen, aus dem Kreis rechtsfähiger Subjekte und autonomer Personen. In Abgrenzung von dieser langen Tradition starker anthropozentrischer Unterscheidungen werden zunehmend die Würde und die Persönlichkeitsrechte auch von Tieren erwogen, denen auf neue Weise Respekt zu zollen sei. Carsten Brensing schreibt zum Beispiel in seinem Buch Persönlichkeitsrechte für Tiere, die nächste Stufe der moralischen Evolution, ich zitiere, bei einigen hier vorgestellten Tierarten, er meint vor allem Menschenaffen, Tümmler und Elefanten, handelt es sich zweifelsfrei um mitfühlende, selbstbewusste Individuen mit einer Vorstellung von Raum und Zeit und der Fähigkeit zu strategischem Handeln, Denken und planvollem Handeln. Sie leben in ihrer eigenen Kultur, haben ein gutes Gedächtnis und die Fähigkeit, im Rahmen einer einfachen Grammatik zu kommunizieren. Darüber hinaus wurden Ansätze von Gerechtigkeitssinn und Fairness entdeckt. Zitat Ende. Und auch der Neurobiologe Randolf Menzel, der viele Jahre zum Geist der Biene geforscht hat, konstatiert wissenschaftsethisch ernstzunehmende Auswirkungen der moralphilosophischen Debatten auf den Forschungsgegenstand Tier. Ich zitiere, früher haben Menschen zwischen sich selbst und den Tieren ein sehr steiles Gefälle gesehen. Heute erscheint uns dieser Niveauunterschied geringer und folglich erweitern wir den Geltungsbereich unserer Moral. Zitat Ende.
Auch Fragen nach dem politischen Status von Tieren als Rechtssubjekten und Mitbürgern menschlicher Gesellschaften werden in neueren Positionen aufgeworfen. Wie das im vergangenen Jahr besonders kontrovers diskutierte Buch Zoopolis von Donaldson und Kümlicker zeigt. Im Mittelpunkt ihrer Position steht der politisch weitreichende Versuch, die Kategorie der Staatsbürgerschaft auf Tiere hin auszuweiten und sie damit zu vollwertigen Mitgliedern menschlicher Gemeinschaften werden zu lassen. Ich zitiere: Die Staatsbürgerschaft hat vielfältige Funktionen. Und alle diese Funktionen gelten im Prinzip auch für Tiere. Die Staatsbürgerschaft dient dem Zweck, Individuen bestimmten Territorien zuzuordnen, die Zugehörigkeit zu souveränen Völkern zuzuweisen und diverse Formen der politischen Handlungsfähigkeit zu ermöglichen, Klammer auf, einschließlich der unterstützten und der abhängigen Handlungsfähigkeit, Klammer zu, Zitat Ende. Das Konzept der abhängigen und unterstützten Handlungsfähigkeit verweist dabei politisch auf den Kontext der neueren Behindertenbewegungen und intellektuell auf die Debatten im Zusammenhang der neueren Disability Studies. Alle diese skizzierten Entwicklungen zeigen übereinstimmend, dass der intellektuelle Streit um den moralischen, politischen, sozialen, kognitiven und kulturellen Status der Tiere auf breiter Front eröffnet ist. Auch wenn man nicht so weit gehen möchte wie Donaldson und Kümlicker mit ihrer gestaffelten Applikation des Staatsbürgerschaftskonzepts auf domestizierte, wildlebende und Grenzgängertiere, so lässt sich doch eines geltend machen: Die wachsende wissenschaftliche Einsicht, dass Tiere zumindest in rudimentärer Form über die eben erwähnten Eigenschaften verfügen, die bislang im Sinne eines starken Anthropozentrismus allein dem Menschen zuerkannt worden sind und seine Selbstzweckhaftigkeit als Person begründet haben, verändern die moralische Landschaft unserer Gegenwart auf entscheidende Weise. Als Folge dieser Einsicht werden die traditionellen Praktiken der menschlichen Tiernutzung einem enorm gestiegenen Legitimitätsdruck ausgesetzt, und es stellen sich immer drängender werdende Fragen nach einer möglichen Neuordnung des Mensch-Tier-Verhältnisses. Auch diese Entwicklungen lassen sich als wichtige Ursachen und Voraussetzungen der gegenwärtigen Konjunktur der Human-Animal Studies begreifen. Ich komme zu meinem vierten Punkt: Prozesse der Historisierung und die interdisziplinäre Vielfalt der Human-Animal Studies. Für das Forschungsfeld der Human-Animal Studies scheint mir der Vorgang der Historisierung von Mensch-Tier-Verhältnissen von besonderer Bedeutung zu sein. Geschichtstheoretisch betrachtet unterliegt das historische Denken einem kontinuierlichen Wandel dessen, was jeweils zum Inhalt und Kernbereich der geschichtlichen Welt gehört. Als sich die akademische Disziplin der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert institutionell zu etablieren begann, war die Geschichte, salopp formuliert, im Wesentlichen noch eine Veranstaltung großer weißer Männer, die als politisch relevante Akteure die geschichtliche Entwicklung von Gesellschaften und Staaten bestimmen und vorantreiben. Es waren einige Paradigmenwechsel der historischen Forschung erforderlich, bis auch anderen gesellschaftlichen Gruppen Schritt für Schritt die Eigenschaft geschichtlicher Akteure zuerkannt worden ist, zum Beispiel Schwarzen, sozialen Unterschichten, Frauen oder aber den Gesellschaften und Kulturen außerhalb Europas bzw. des Westens. Vor diesem Hintergrund werden die Mechanismen und die Dynamiken deutlich, die in jüngster Zeit dazu geführt haben, dass auch Tiere zunehmend in den Umkreis der geschichtlichen Welt und des historischen Interesses gerückt werden. Bruno Latours Erweiterung des sozialwissenschaftlichen Handlungsmodells durch die Akteursnetzwerktheorie, die auch nichtmenschlichen Tieren oder Sachen eine Akteursrolle im Sinne eines Parlaments der Dinge zuerkennt, spielt in den entsprechenden Debatten der Human-Animal Studies nicht zufällig eine bedeutende Rolle. In menschheits- und evolutionsgeschichtlicher Perspektive ist ferner argumentiert worden, dass die Tiere uns mit einem Wort Paul Shepherds zu Menschen gemacht haben. Und angesichts der langen Domestizierungsgeschichte des Hundes etwa, die in neueren Forschungen bis zu 150.000 Jahre zurückverfolgt werden konnte,
lässt sich sogar behaupten, dass sich die Menschwerdung des Homo sapiens von Beginn an in einer symbiotischen Verbindung mit Tieren, in diesem Falle mit Hunden, entwickelt habe. Insgesamt vollzieht sich mit dieser Integration von Tieren in den Horizont der geschichtswissenschaftlichen Forschung ein Prozess der Historisierung, der völlig neue Perspektiven, Fragestellungen und methodischen Zugriffe auf die Vergangenheit ermöglicht und die Bedeutung von Tieren für die Entwicklung menschlicher Gesellschaften ins Licht rückt. Dazu gehört die Geschichte der Kreuzotter seit dem 18. Jahrhundert ebenso wie die Geschichte der Ausrottung des amerikanischen Bisons, die Geschichte der englischen Tierrechtsbewegung im 19. Jahrhundert ebenso wie die Kulturgeschichte der Zoos oder der repräsentativen Bedeutung von Tieren in ständischen Gesellschaften, um nur einige Beispiele zu nennen. Darüber hinaus erstreckt sich das Arbeitsfeld der Mensch-Tier-Studien auf das gesamte Spektrum der sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen, von der Rechtswissenschaft über die Politikwissenschaft bis hin zu den Literaturwissenschaften und zur Kunstgeschichte. Und zum Teil erstreckt es sich doch sogar darüber hinaus, wenn man die Agrarwissenschaften, die Zoologie oder auch die Veterinärmedizin hinzuzieht. Entsprechend weit gespannt ist das Themengebiet, das ich hier nur in groben Zügen abstecken kann. Ein wichtiges Untersuchungsfeld bilden zum einen die Medien der kulturellen Repräsentation und Symbolisierung von Tieren. In ihnen geht es um ihre Darstellung in Literatur, Kunst und Film, aber auch um ihre symbolische Bedeutung in Religion und politischer Ikonografie. Darüber hinaus geht es um die alltäglichen und kulturgeschichtlichen Formen der Mensch-Tier-Interaktion, wie sie sich in Prozessen der Domestikation herausgebildet haben. In den vergangenen Jahren ist das Verständnis dieser interaktiven Zusammenhänge ebenfalls die bereits erwähnte Vorstellung Latours von Tieren als Beteiligte eines Menschen, Tiere und Dinge gleichermaßen übergreifenden Handlungskontextes wichtig geworden. Inhaltlich spielen dabei Phänomene der Gewalt gegenüber Tieren und der Herrschaft über Tiere in diesem Komplex eine ebenso wichtige Rolle wie die repräsentative Funktion von Tieren im Rahmen der ständischen Adelskultur mit ihren Jagdprivilegien und Taubenhäusern oder aber ihre Bedeutung als Ikonen eines ostentativen Luxuskonsums, sei es in der Form von teuren Schoßtieren, Pelzen oder Delikatessen. Ein wichtiges Themenfeld bilden ferner die Institutionen und sozialen Praktiken der Tiernutzung, wie sie sich in Wissenschaft und Landwirtschaft, aber auch in den Therapiewissenschaften und in der Medizin herausgebildet haben. In zahlreichen weiteren Studien geht es um die sozialen Bewegungen und politischen Aktionsformen, die sich dem Tierschutz oder auch der Tierbefreiung verschrieben haben. Und als letztes Themenfeld erwähne ich schließlich die rechtliche Seite des Mensch-Tier-Verhältnisses, wie sie in der Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte behandelt wird, sowie die tierethischen Debatten, die ich bereits erwähnt habe. Ich komme zu meinem letzten Punkt, Prozesse der Institutionalisierung. Abschließend seien noch 4 institutionelle Indikatoren erwähnt, die dafür sprechen, dass sich Mensch-Tier-Studien in Wissenschaft und Universität längerfristig etablieren können. Damit wären dann zugleich wichtige Bedingungen erfüllt, von einem Animal Turn in den Kulturwissenschaften zu sprechen. Ein erster Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Entstehung eigener Fachzeitschriften, die das Mensch-Tier-Verhältnis unter verschiedenen Gesichtspunkten zum Thema machen. Im angloamerikanischen Raum existiert bereits seit 1993 die Zeitschrift Society and Animals, die den Anspruch erhebt, die Entwicklungen der Tierforschung in allen sozial- und kulturwissenschaftlichen Disziplinen zu repräsentieren. Im deutschen Sprachraum gibt es seit 2009 neben anderen Zeitschriften die halbjährlich erscheinende Zeitschrift Tierethik, Zeitschrift zur Mensch-Tier-Beziehung, die Einzelbände zu Themen wie Tiere töten, Jagd, Tierschutz, Tierwürde, Mitleid, Zoo vorgelegt hat und sich im kommenden Band der bereits angesprochenen Frage der anthropologischen Differenz annehmen wird. Hinzu kommen ferner Themenhefte in zahlreichen anderen Fachzeitschriften, die zeigen,
dass die Tierforschung inzwischen kein Randthema mehr darstellt, sondern im Zentrum der kulturwissenschaftlichen Forschung angekommen ist. Beispiele solcher Themenhefte bieten die Zeitschriften Traverse, Zeitschrift für Geschichte, Werkstattgeschichte, historische Anthropologie oder schließlich aus Politik und Zeitgeschichte. Hinzu kommen zweitens Buchreihen wie die im Bielefelder Transkriptverlag erscheinende Reihe Human Animal Studies oder einschlägige Publikationsformate wie Handbücher und Lexika der Mensch-Tier-Beziehungen, die darauf hinweisen, dass sich Tierforschung inzwischen zu einem Grundlagenthema der kulturwissenschaftlichen Disziplinen entwickelt hat. Eine wichtige Entwicklung ist drittens die Institutionalisierung interdisziplinärer und zum Teil auch internationaler Forschungsnetzwerke, von denen ich hier nur das British Human Animal Network, den Chimaira Arbeitskreis für Human Animal Studies, das Forum Tiere und Geschichte an der Universität Konstanz, das Nachwuchsforschernetzwerk Cultural and Literary Animal Studies in Würzburg oder den an der Universität Kassel angesiedelten Forschungsschwerpunkt Tier-Mensch-Gesellschaft erwähne. Sie leisten einen wichtigen Beitrag dafür, die Human Animal Studies in verschiedenen Disziplinen institutionell zu verankern. Viertens schließlich beginnen sich Mensch-Tier-Studien inzwischen auch auf der Ebene der universitären Lehre zu institutionalisieren, wofür die Ausschreibung entsprechender Professuren ebenso steht wie die Etablierung eigener Studiengänge, wie etwa der Interdisciplinary Master in Human-Animal Interactions an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Ich möchte es bei diesem kurzen Überblick über das im Entstehen begriffene und aus meiner Sicht überaus spannende Forschungsfeld der Human-Animal Studies belassen. Repräsentieren sie nun einen neuen kulturwissenschaftlichen Turn oder nicht? Vielleicht ist diese Frage aber auch nur von zweitrangiger Bedeutung. Zu tun gibt es allemal genug. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.